zu doof. Die sind einfach zu doof zum Brutzeln. So. Ja, und jetzt nochmal. Jetzt? Oh, jetzt kommt schon. Ihr sollt nicht... Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lens Island. Zurück und heute auf dem Weg ins Dungeon. Ich habe mal ganz kurz hier eine Runde geschlafen und mein Bett gesetzt. Für den Fall, dass ich im Dungeon sterben sollte. Was ich nicht hoffe, aber man weiß ja nie. Und bin jetzt bereit, in das Dungeon zu huschen. Dazu bequeren wir ganz kurz das Gewässer. Ich habe noch ein bisschen was gefunden an Titan, aber nicht allzu viel. Bin jetzt bei nie. Nur andere Ressourcen, kein Titan. Nochmal 20 Gold gab es hier. An einer der Stellen. Ganz vergessen, wo. Ich glaube, im Süden war das. Ja, hier unten im Süden, das ist so eine kleine Siedlung. Hier war das. Hier oben auf dem Dingens. Hier war ein bisschen Gold und da oben drauf war nochmal 20 Gold und damit konnte man dann ein bisschen was sammeln. Aber es war jetzt nicht so wild, dass ich das jetzt wirklich lohnen würde. Was auffällt, ist, hier vorne haben wir nochmal einen kleinen Heilkranz. Und von da aus kann man dann ganz geschmeidig, vollgeheilt, in das Dungeon gehen. Was? Wo waren das jetzt schon wieder? War das nicht hier in der Nähe? Ich könnte schwören, das war... War das hier im Süden? Nee. Ich könnte schwören, ich hatte das Dungeon direkt in der Nähe. Hier drüben ist es. Ja. Dann mal direkt rein. Hier gibt es übrigens keine Ersatzteile vorm Dungeon. Das heißt also, kein Indikator, ob jetzt Ersatzteile wieder da sind oder nicht. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, wie das an Dungeon ausfallen wird hier. Weil die Insel selbst ist ja doch ein bisschen größer. Ich erwarte also, dass auch das Dungeon entsprechend vielleicht die ein oder andere Komplexität hat. Dazu erstmal wieder die Dingsfackel. So, und das Schild packen wir halt eben dann weg, wenn wir es brauchen. Ich habe jetzt die normale Fackel mal nicht dabei. Geht ja auch so. Ich höre gerade einen Respawn. Schild an. Und dann los. Okay. Das war schon mal gut. Das war schon mal äußerst gut. So. Zack. Okay. Ich bin relativ zufrieden. Okay, hier geht es vermutlich gleich weit. Obwohl, wenn man darüber springen muss, ist es vermutlich ein extra Gebiet. Wow. Zack. Ja. Angriff. Die kommen überhaupt zu nichts mehr hier. Das ist super gut. Da ist ein Spawner. Diese Glewe ist mächtig, mächtig stark. Durch diese Spezialattacke, die sind halt ständig im Stunlock quasi und können halt eben nichts mehr machen. Das ist unglaublich stark, tatsächlich. Ich gehe jetzt hier gerade durch und krieg so gut wie keinen Schaden. Ich könnte das Schild vermutlich wegpacken inzwischen. Ich glaube, ich werd das Schild wieder auswechseln müssen oder wieder auswechseln gegen die normale Fackel. Tatsächlich. Für die nächsten Dungeons. Es ist halt komplett. Ich bin komplett geschützt gegen alles. So, den Hammer. Zack. Zack. Da ist Titan, Schrottteile, Kiste, sehr schön. Nochmal ein Gegner, aber der ist zu platt. Das ist unglaublich, das ist so krank. Okay, also auch Titan hat keinen extra Schaden. Ah, lass mich raten, der Schaden hängt von... Oh, Weizen gab es. Der Schaden hängt von der
Tierstufe ab. Das heißt also, er macht mehr extra Schaden an Ressourcen mit niedrigerer Stufe. So, lass mich hier kurz rüberhüpfen. Da ist nämlich Gold auf der Geschichte. Hups. So, hups. Wow. Ich bin relativ schlecht. Die Perspektive ist auch generell eher mies. Aber mehr gibt es auch nicht zu holen. Okay, das war's. Hier ist nichts. Da ist Ende. Ja. Da ist Ende. Da gab es auch nicht mehr. Okay, dann können wir wieder zurückgehen. Ja, von hier aus kamen wir. Da war nichts weiter. Cool. Hier oben noch was? Nee. Dann einmal zurück ins Dunkel. So, hier drüben weiß ich noch Lava. Ja. Hier unten war nichts, war nur ein Gang, ne? Genau, war nur ein enger Gang direkt auf den Weg zur Lava. Da sind wieder Mopse. Bams. So krank. Wie gesagt, dazu noch diese, jeder siebte Schlag macht extra Schaden gedöns. Und es geht halt ab. Da ist irgendwelches, okay. Flammenrätsel. Ich habe so das Gefühl, dass wenn das doch hier die Ecke ist, wo es hauptsächlich weitergeht. Wow. Dann einmal hier hoch. Noch mehr Loot. Dankeschön. Und noch mehr Loot. Das war extra Schaden. Und mehr ist hier aber auch nicht. Das Schild können wir wegpacken. Düp. Also ich habe so das Gefühl, dass außer bei dem Bosskampf brauche ich das Schild nicht mehr hier in dieser Welt. So. Gab es noch irgendwas? Nö, ne? Hier war... Hier drüben geht es nochmal weiter. Nee. Ist noch mal, hier war die Lava. Hier war nichts. Okay, nö. Dann gehen wir mal durch das Lava, durch die Flammenwand durch. Und schauen uns dort mal genauer um. Aua. Scheiße, einfach durch. So, passt schon. Okay, müssen hier mal ganz kurz da durch. So. Das waren gerade zwei große Nester. Und ein kleines. Und ich habe nur ein bisschen was Leben verloren. Dazu Waffen rein und schon geht's wieder. Oh, falsch. So. Und wir haben wieder Tageslicht. Okay, diese Höhle ist deutlich heller als die üblichen Höhlen. Du hast ein, zwei dunkle Passagen, dann warst du es aber auch schon. Das ist so krank. Und hier ist der Obelisk, alles klar. Also war doch hier das Ende, okay. So. Dann einmal aktivieren. Und damit ist das Dungeon Nummer 3 bereits vollständig unlocked. Okay, da geht's nicht weiter. Hier unten noch irgendwas. Diese Schräge suggeriert, dass da noch was kommt. Mal schauen.
Da ist nochmal Lava. So, ich sollte nicht so viel rollen hier unten, weil ich sehe die Kanten immer so schlecht. Aber ja, Schild ist, glaube ich, inzwischen überflüssig. Ich bin zu stark mit meiner Dings unterwegs. Als dass ich da wirklich noch irgendwas aktiv blocke oder Schaden bekomme, großartig. Dann lieber mehr Sicht und fertig. Durch die Fackel. So, hier ist nix. Hier ist nochmal ein bisschen was an Stein. Wir können wieder was leveln. Yep, 4 Punkte, nochmal 20% extra Crit-Schaden. Gut, Kritten tun wir eigentlich so gut wie gar nicht mehr, weil ich hier nur noch meine E-Ability benutze. Und die kümmert sich um alles Weitere. Oh, wenn die Spezialattacke der 7. Schlag ist, dann machen alle Attacken der Spezialattacke mehr Schaden. Die hat gerade zweimal für 57 zugehauen. Normalerweise macht die deutlich weniger. Auch die Blitzefische, ne? Kein Problem mehr. Vorher mein absoluter Hassgegner. Jetzt so. Oh. Oh, okay. Fuck. Das ist ein Problem. Ich kann jetzt mit dem Hammer keine Splitter abbauen. Gut, ich brauche sie nicht unbedingt, aber das ist gut zu wissen, dass das nicht geht. Interessant. Das ist wirklich interessant, dass das nicht funktioniert. Okay, mehr ist hier aber anscheinend auch nicht. Ah! Wow! Wow! Hoppala, hoppala, hoppala. Die Lava macht ein bisschen viel Schaden. Also so massiv Schaden tatsächlich. Das überrascht. So. Wir haben jetzt hier aber so den größten Teil haben wir bereits durch. Ja. Dann lassen wir nochmal weitergehen und nochmal den Rest. Aber das Dungeon ist doch überraschend kleiner. Oder ist es wieder eine Ecke, die ich wieder nicht gesehen habe komplett. Die ich übersprungen habe. Oh. Dankeschön. Kleine Jump'n'Run-Puzzle zwischendrin. Das ist lockert so ein bisschen auf. Aber auch deutlich weniger Titan als im ersten Dungeon, was ich gemacht habe hier. So. Wir haben jetzt noch Titan, das gucken. 36. Da ist nochmal ein Nest. Ein Blitzefischnest. Und nochmal Lava. Und noch mit Titan, okay. Ja, das dürfte wahrscheinlich der Punkt sein hier. Dieses Dungeon ist vermutlich deutlich stärker verwinkelt als die anderen. Deswegen wirkt es auf den ersten Blick nicht so groß. Okay. Blitzfisch, könnt ihr mal hier den... Danke. Nochmal bitte. Ihr müsst schon da ein bisschen durchbrezeln, sonst wird das nichts. Hallo. Aber. Jetzt brutzelt mir den Kristall kaputt, bitte. Dankeschön. Och, Mann. Könnt ihr da mal bitte? Zu doof. Die sind einfach zu doof zum Brutzeln. So. Ja, und jetzt nochmal. Jetzt? Oh, jetzt kommt schon. Ihr sollt nicht... Na, jetzt geht doch, danke. Aua. So.
Okay. Jetzt habe ich meine Resurrection. Oh, ich habe den Erfolg Lit Farm bekommen. Ich habe offenbar genug Splitter gesammelt dafür den Erfolg. Zack, nochmal gelevelt, danke. Hey, was ist das? Und das nur, weil ich den Splitter haben wollte. Ich meine, ja, Splitter sind schon nice. Ich sollte also auf jeden Fall dann die Picke nochmal mit dabei haben, die andere. Finde ich aber schade, dass du halt eben diese nicht abbauen kannst, während du mit der Axt aber alles andere abbauen kannst. Das ist ein bisschen merkwürdig gemacht in dem Fall. Da ist nochmal so ein Horst. Ich gehe mal hier drüben längs. Hier oben war ein Übergang. Die Lava zieht auf jeden Fall bis an der Rechenleistung. Das merkt man. Tschüss. Oh. Na, das hat sich ja gelohnt. Das hat sich ja... Ja. Nee, hat sich nicht gelohnt. Hier ist auch nichts weiter zum Hochhüpfen. Nö. Nö, okay. Ist auch nur... Einfach nur da. Okay, na gut. Dann können wir die Ecke hier auch verlassen. Gerade noch mal ein bisschen was an Titan, aber auch nicht so viel, dass sich das jetzt wirklich mega gelohnt hätte. Ja, wir sind die Splitter hier oben, kriege ich nicht kaputt. Wir werden jetzt zwei... Aber ich habe 17 Kristalle da und ich verbrauche die eigentlich auch nicht. Oh. Was ist denn Titan übersehen hier? Ich brauche die auch nicht wirklich. Wie gesagt, für Potions halt eventuell. Aber ich habe inzwischen schon genug. Und wir bekommen ja auch mehr Staub von einem Kristall. Und ich brauche einen Staub, nee, drei Staub für eine Potion. Und ich benutze Potions eigentlich auch nicht wirklich. Ich brauche das wirklich nur für den Rucksack. Und dann hat sich das. So, von hier kamen wir dann jetzt. Also würde ich behaupten, geht's hier auch wieder zurück. Nee. Hier rum, ne? Genau, hier rum war das. Genau, jetzt haben wir hier die Flammendinger wieder. Aua, wow. Wow. Ja, passt. Nehmen wir so mit, das passt schon. Wir haben jetzt eh erst schon geklärt. Da waren wir schon in der Ecke. Und dann sind wir hier auch soweit durch. Und dann gucken wir nochmal wegen dem Bereich vor dem Klippensprung, ob da noch was ist. Also wenn man Kristalle farmen möchte, wäre das hier... Obwohl, ich kann die Axt auch weglassen. Ich brauche die Axt ja wirklich nur, wenn ich Kristalle sammeln will. Ich kann es austauschen durch die Sense. Muss ja nur regelmäßig die Sense wieder ins Inventar nehmen. Was ein bisschen nervig ist, aber... Ja gut, die Fackel brauche ich ja auch. Also wir könnten natürlich jetzt die Gepäckfackel wegpacken, wenn ich das Schild eh nicht benutze. So, hier waren wir auch schon. Dann könnte ich eigentlich, ja, ich lasse das Schild weg. Ja, schwierig jetzt gerade, was ich jetzt dann behalte und was nicht. Die Axt brauche ich auf jeden Fall, den Hammer brauche ich auf jeden Fall. Der Hammer ist halt wirklich gut zum normalen Zeugfarmen. So, hier ging es jetzt nochmal weiter, glaube ich, oder? Kam ich von hier? War das der Eingang? Das war wohl der Eingang, okay. Gut, gut zu wissen. Wo geht's denn dann weiter? Hier in den Süden runter geht's nicht. Da ist nichts. Genau, da oben war noch Licht, genau. Hier ist Dings. Hier ist noch was. Wo ich noch nicht war. Zack. 160. Ah, okay. Das war's auch schon. Kommt man hier nochmal hoch? Ja, aber man kommt nicht weiter. Okay. Ey, hoppala. Also für normale Dungeons können wir auf jeden Fall dann... Ach nee, von da sind wir rübergehüpft. Dann war's das. Das war das ganze Dungeon hier. 19 Minuten haben wir gebraucht. Mit ein bisschen Tüdelkram.
Jetzt habe ich 54 Titan. Da kriege ich noch ein bisschen was bei raus. Dann lass uns mal nochmal. Ich mache mal folgendes. Ich will jetzt mal zurückheizen, zurück in meine Basis. Werd dort das Titan einschmelzen und dann schalten wir die letzten Sachen frei und schauen dann mal, was das Katana so braucht, oder? Denke ich auch. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe nochmal einen Abstecher gemacht ins andere Dungeon, habe da nochmal ein bisschen Titan geholt und habe jetzt ein kleines bisschen was an Titan gesammelt schon. Wir haben jetzt 15 Titanbarren. Ich hoffe, das reicht. Wir werden sehen. Ich bin mir noch unsicher, ob das wirklich genug ist oder nicht. Aber wir werden sehen, wenn es soweit ist. Ich werde nochmal ganz kurz hier. Ja, das reicht eigentlich. Die noch mitnehmen und bereit machen. Komm mal her. So, den weg und dann nochmal einmal eine Runde Stahlbarren machen. Zack. Der Kristall ist immer noch derselbe, den ich drin hatte. Hier drüben auch, der Kristall ist immer noch derselbe. Da hat sich nichts geändert. Das heißt, die halten schon eine ganze Weile, tatsächlich. Dann ein bisschen, da ein bisschen Dings raus. Und hier ein bisschen Holz nachlegen. Aber die Kristalle sind tatsächlich von der Produktion her am langsamsten. Jetzt können wir mit den neuen Sachen und dem Hartholz, was ich hier noch in der Liste habe, ja. Komm mit hier. So, müssen wir mitnehmen. Mit dem Hartholz können wir dann jetzt hier die letzten Sachen bauen. Das Schild einmal, das große. Und das Schwert. Und damit habe ich das alles freigeschaltet. Alle Waffen. Und damit auch hier jetzt die letzte große Waffe. Das Schäschchen. Nicht nur high, sondern very high. Kostet mich 15 Titan, 15 Stahl, 100 Coins. Und ist offenbar noch eine höhere Qualität, als wir das gewohnt sind. Ich habe jetzt, wie viel habe ich jetzt da? Einen, ich brauche nur einen, wirklich? Ich brauche nur einen Titan. Verdammte Axt. Okay, dann werde ich mich mal beimachen. Ja, dann würde ich sagen. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal den neuen Rucksack, würde ich sagen, oder? Das machen wir noch. Wir machen mal den Rucksack und das Starter-Quad noch fertig. Dann haben wir das zumindest schon mal. Und nächste Folge dann auch das Shei-Shen einmal machen. Da haben wir das. Was brauchten wir noch für den Rucksack? Wir brauchten noch die den Heiltrank. Da war das, glaube ich, ne? Habe ich nicht sogar noch einen über? Warte mal. Lass mich kurz gucken, was ich brauche. Gold habe ich genug. Wir können mal ganz kurz bei der Madame vorbeischauen und was uns verkaufen. Bis die Teta vorbei ist. Sonst können wir da nichts mehr vertickern bei ihr. Das machen wir gleich mal noch. Bin ich bei ihm noch was zu verkaufen oder habe ich alles? Bin ich da alles losgeworden? Ja, geht eigentlich. Blümchen müsste ich verkaufen. Da habe ich 309 Marigold. Ich glaube, ich habe auch wieder nur 30, oder? Ja. Nur für heute. Ey, das steigert sich aber pro Tag. Ich habe jetzt 2 Tage nichts verkauft. Konnte dann für 60 verkaufen. Das war dann nicht so schlimm. So, lass mal gucken, was wir jetzt brauchen für den Spaß. Für den Backpack. Ja, wir brauchen die Flash Potion und die Life Potion. Beide habe ich nicht. Okay, dann lass uns die schnell machen. Und dann damit den Rucksack kaufen. Und dann anschließend gleich noch gucken, was wir hier brauchen. Haben wir alles da. Vollkrachen mit Stein, Holz, Hartholz, Lehm und Glas. Haben wir alles da. Können wir direkt in einem Abwasch fertig mitmachen. Also ich muss es dann. Okay. Ich muss es erst einen Rucksack kaufen, dann zurücklaufen, dann die Sachen anlagern, dann wieder zurücklaufen und dann abgekauft. Aber das geht. Das kriegen wir alles hin. Also, lass uns ganz kurz die Flash und die Heilpotion machen. Einmal die Heilpotion. Hups und hups. Los geht's. Und dann anschließend die Flash Potion und dann haben wir auch das. Schon mal nachlegen. Oh, ich habe nicht genug Glas da. Das haben wir bei einer Kiste drin hier. Können wir direkt wieder mitnehmen alles. So. Jetzt hier aus. Da haben wir die. Da können wir ruhig vollkrachen. Ne? Wir brauchen ja eh noch ein bisschen mehr. Ich hatte eigentlich was anderes vorgehabt. Aber das können wir auch direkt machen. Ich wollte nämlich als nächstes noch Folgendes tun.
Mir ist mir aufgefallen, man kann diese Kiste hier ja verwenden wie eine Ender-Chest. Das heißt also, wenn ich die Sachen jetzt bei mir habe und noch ein bisschen Essenz mitnehme, kann ich jetzt zur nächsten Insel fahren, das Ding vollkrachen dann, dahinstellen, vollkrachen mit den Mats, die da rumliegen und die dann hier vertickern oder verwenden. Das heißt also, ich muss die nicht mehr mit mir rumschleppen, sondern ich muss auch keine Lager hinstellen, sondern ich nehme einfach eine Kiste mit und wenn ich fertig bin, reiße ich die Kiste wieder ab oder lasse sie stehen und baue woanders eine neue, wenn ich genug Mats habe. So, das war der eine, jetzt noch der andere, das war die Blaubeere, ne? Ja, genau. Los geht's. Achso, nochmal das Glas. Los geht's. Hab ich jetzt, den Dings habe ich jetzt schon, ne? Das ging jetzt schon in meine Tasche? Ja. Heilpotion, perfekt, dann los. Ey, lass uns kurz eine Runde schlafen gehen. Kurz nochmal Sachen zerhäckseln. Wir kommen dem Ende des LPs langsam aber sicher näher. Ah, sehr schön. Alles ist gewachsen. Das heißt, wir können jetzt mal, ne, wir haben jetzt knapp bei 111 Level. Mal schauen, wo wir landen, wenn ich hier fertig bin. Selbst die Dinge sind fertig. Ah, ne, 111 hatten wir gerade voll. So. Also wir waren gerade frisches Level. Hatten wir gerade. Und Level up. Okay, der Weizen ist noch nicht ready. Aber alles andere. Das sind zwei Level hier. Das sind zwei Level. Und ich glaube fast, dass ich bald nicht mehr genug Platz habe in den Taschen. Ja, Marigold 395. Noch ein Level. Jawohl. Ich werde jetzt nochmal ein paar Dings anpflanzen. Ein paar Olivenbäume. Denn ich brauche dringend mehr Oliven. So. Und auch fast Blaubeeren sind auch fast voll. Also Olivenbäume. Und wir werden dann auch. Die Bananenbäume mit anpflanzen. Weil die wachsen eh gleichzeitig. Dann können wir die alle gemeinsam machen. Und fertig. So, gucken, falls ich noch Platz habe übrig. Was hab ich noch? Ja, zwei haben wir noch. Und jetzt die Bananenbäume. Das war hier. So, fertig. Okay, jetzt noch die Grapes. Da können wir auch gleich die ganzen Sachen dann verkaufen bei der Madame, ne? Wenn die Stadt fertig abgegradet ist. Huch, Entschuldigung. Olivenbaum. Oha. Ich habe noch ein bisschen mehr Saat jetzt bekommen. Vermutlich auch durch Dungeons. Aber passt genau. Das passt genau. Sehr schön. Alles angepflanzt, alles bereit, kann wieder wachsen. Inzwischen dürfte auch die Potion fertig sein. Du bist ja aus hier, ne? Ja, der ist aus. Du bist auch aus. Du machst mal hier ebenfalls noch ein bisschen mehr. So, 47 Muffins. Ich wünschte, man könnte gekochte Sachen auch verkaufen. So, die Potion haben wir. Und jetzt, Rucksack kaufen, zurücklaufen, voll machen mit Holz, Stein, Hartholz, Lehm und das Glas haben wir eh schon. Und dann haben wir auch den letzten Stufe. Kann man den, ich weiß gar nicht, ob es da noch eine weitere Stufe des Rucksacks gibt. Wäre möglich, aber unwahrscheinlich. Bei. Ja, das war's. Das war die letzte Stufe des Rucksacks. Das haben wir. Okay. Sehr schön. Das ist jetzt 500 Slots frei für alle. Gab auch einen Erfolg auf Steam gerade. Sehr schön. Und jetzt nochmal voll machen und die Stadt aufwerten. Vermutlich auch das letzte Upgrade für die Stadt dann. Also man sieht schon langsam, wir haben alles erreicht, was man sich so wünschen kann. So, also einmal hier. Voll machen. Jawohl. Stein. Einmal voll machen, bitte. Dankeschön. Lehm. Voll machen. So, Kohle, Holz brauchten wir nicht, aber Hartholz. Ebenfalls einmal voll machen, die Bude. So. Da können wir auch gleich noch hier das restliche, die restlichen Zinsen mitnehmen. Zack.
Und auch die Sachen nehmen wir auch wieder mit. Und die Sachen. So. Warte, da war noch mehr. Ich will nicht, ob wir 400 brauchten von den Dingern, aber sicher, sicher. Und jetzt Stadt aufwerten. Und damit dann auch den letzten Kollegen freischalten. Und hoffentlich auch mehr Verkaufsplätze für alles. Ich bin gespannt, wie die Stadt jetzt aussieht. Upgrade. Stein-Upgrades überall jetzt. Bessere Gärten, bessere Dings. Der verkauft weiterhin dieselben Sachen. Der Brunnen ist auch schick hier. Ich vermute mal, hier wird wahrscheinlich der... Ja, hier ist der Farmers Market noch. Da ist nur ein Schatten drüber. Kannst du noch was kaufen oder bist du immer noch out of funds? Vermute ich dann morgen erst. Dann kriegt die morgen jetzt wahrscheinlich dann für 300 Coins. Komm, ich verkaufe dir immer noch ein paar von meinen Blaubeeren. So, 22 Blaubeeren habe ich noch. Hier ein paar Grabs kannst du auch mitnehmen. Ich hatte über 100 Grapes. Ah ja. 106 hatte ich. Bananen habe ich nur 5. Und ich bin wieder bei 472 Coins und habe noch nicht mal was bei ihr verkauft, bei der Blumentante. Der hat vermutlich auch nichts Neues. Nee. Gut. Und Karte. Achso, die Karte nur wegen dem Dungeon, ne? Genau, weil das Dungeon hier noch offen ist. Genau, da müssen wir ja noch und noch hin. Dann würde ich jetzt sagen, soll es für die Folge gewesen sein, die ist ja wieder viel zu lang. Ich versuche dann mal, ob ich noch den letzten Inge zusammengezogen kriege. Ich brauche nur 4 Erze von Titanium. Das heißt, ich könnte Glück haben, dass es auf der Insel hinten bereits rumliegt. Und werde mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege. Und dann, nächste Folge dann das Katana. Hoffentlich. Und die Schrottteile können wir ja kaufen. Da habe ich ja, wird nicht ganz reichen, aber die können wir dazu kaufen. Gut, ich bräuchte auch nur einen und nochmal 10. Ich bräuchte so 50 Schrottteile. Ja, kaufen wir dazu, fertig. Also, nächste Folge, Katana, die neuen Händler einziehen lassen und dann vorbereiten fürs Dungeon. Oder was, fürs Letzte. Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne subscriben. Oder links rechts zu Wies klicken, da gibt es bis mehr von mir. In der nächsten Folge wieder bis dahin. Tschüss.